Manchmal wird Gott uns in sehr unangenehme Situationen führen, weil wir uns nicht weiterentwickeln, wenn alles so ist, wie wir es uns wünschen. Wir wachsen nur dann, wenn die Dinge nicht so sind, wie wir es uns wünschen und wir trotzdem handeln, wie Jesus es möchte. Paulus sagte, ich ging hin, weil Gott es mir in einer Offenbarung befohlen hatte. Galater 2, Vers 2. Insbesondere wandte ich mich an die Angesehenen in der Gemeinde, um ihr Einverständnis zu gewinnen, damit meine Arbeit nicht vergeblich war oder gewesen wäre. Vers 6 gefällt mir. Die Angesehenen in der Gemeinde, was auch immer sie früher gewesen sind, ist für mich unwichtig, denn das hat vor Gott keine Bedeutung, hatten der Botschaft, die ich verkünde, nichts hinzuzufügen. Was sagte Paulus damit? Eure Position und eure Titel beeindrucken mich nicht. Darf ich euch etwas sagen? Es nützt euch nichts, wenn ihr es schafft, euch in die Gruppe der 10 angesehensten Menschen in eurer Kirche zu mogeln, in die Clique. Dadurch werdet ihr nicht wertvoller. Der einzige Wert, den wir haben, ist der Wert, den wir durch Jesus haben. Statt nach jemandem zu suchen, der angesehen ist, um durch diese Person Wert zu erlangen, solltet ihr euch lieber auf die Suche nach Menschen machen, die einsam sind und die scheinbar keine Freunde haben. Geht auf sie zu und freundet euch mit ihnen an. Wisst ihr, was dann passiert? Dann wird Gott euch befördern. Versteht ihr das? Wenn ich zu euch sagen würde, hey, ich möchte heute mit dir zu Mittag essen. Wärt ihr deshalb nicht bedeutender als alle anderen, mit denen ich nicht zu Mittag esse? Es sind nicht Menschen, die uns Bedeutung verleihen, sondern Gott. Jeder von euch ist genauso wichtig wie alle anderen Menschen. Auch euer Job verleiht euch keine Bedeutung. Der Hausmeister ist genauso wichtig wie der Geschäftsführer. Wo bin ich jetzt bloß gelandet? Vers 8 gefällt mir. Paulus sagt, denn derselbe Gott, der durch Petrus unter den Juden wirkte, wirkte auch durch mich unter den anderen Völkern. Das bedeutet, Gott wirkt durch jeden anders. Sobald ihr anfangt zu glauben, ihr müsstet tun, was ein anderer tut, verleugnet ihr, wer ihr seid und geratet in Schwierigkeiten. Ich versuchte früher, so viele Menschen nachzuahmen, dass ich am Ende nicht mehr wusste, wer ich selbst war. Ich versuchte, so freundlich zu sein wie die Frau meines Pastors. Ich versuchte sogar, meine Stimme zu verstellen. Sie war blond und hatte blaue Augen und eine sanfte, freundliche Stimme. Sie hatte die Gabe der Barmherzigkeit. Die Menschen kamen zu ihr, um sich Rat zu holen, und sie sagte, oh, erzähl mir mehr. Ich möchte das alles hören, während ich dachte, erzähl mir bitte nicht mehr. Ich wusste bereits nach 2 Sekunden, was dein Problem ist. Würdest du jetzt bitte gehen? Nun kommt. Ich versuchte tatsächlich, meine Stimme zu verstellen, sodass andere fragten, was ist denn mit dir los? Versucht nicht, jemand anders zu sein. Gott wird euch niemals dabei helfen, jemand anders zu sein. Ihr könnt genauso gut ihr selbst sein. Denn alle anderen gibt es schon. Oh Joyce, wenn ich erwachsen bin, möchte ich so sein wie du. Ich freue mich, dass ich ein Vorbild sein kann, aber bitte seid nicht wie ich. Geht weit darüber hinaus. Strebt nicht danach, jemand anders zu sein. Bittet Gott, die beste Person zu werden, die ihr sein könnt. Das tat auch Paulus. Er war der beste Mensch, der er sein konnte. Er sagte, mich beeindrucken Menschen, die Einfluss zu haben, scheinen nicht. Ich brauche ihre Anerkennung nicht. Ich folge Gott nach. Ist hier jemand in diesem Gebäude, der den Mut hat zu sagen, ich folge Gott nach? Und wenn das bedeutet, dass ich alle meine Freunde verliere?
Ich meine, seid ihr es nicht leid, euer Leben auf der Grundlage dessen zu leben, was sie denken? Was werden sie denken? Was werden sie sagen? Ihr wisst, was sie sagen werden. Du kannst diese Farben nicht zusammentragen. Diese Frisur ist altmodisch. Sie beherrschen unser Leben. Dabei wissen wir nicht einmal, wer sie sind. Hier sind ein paar Menschen, die dafür sorgen, dass ich ermutigt bleibe. Deshalb mache ich weiter. Ich liebe das. Wir sehen anhand dieser Verse, dass Paulus wusste, wie man auf Gottes Timing wartet. Wer von euch ist nicht besonders gut darin zu warten? Paulus verbrachte 3 Jahre damit, Gott zu suchen. Dann zog er los und verbrachte 15 Tage mit Petrus. Der einzige Apostel, den er sonst noch sah, war Jakobus. Und dann zog er sich für weitere 14 Jahre zurück. Er wartete auf Gottes Zeitplan für sein Leben. Das müssen auch wir lernen. Wenn ihr zu etwas berufen seid, verspürt ihr vielleicht eine große Dringlichkeit, aber ihr wisst nicht genau, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Seid ihr Gott schon einmal vorausgeeilt? Okay, wisst ihr was? Fühlt euch deshalb nicht schlecht, das tun wir alle. Ich versuchte, ins Fernsehen zu kommen, bevor Gott das wollte. Ich bekam einen einzigen Brief in 6 Monaten. Ich versuchte, eine Talkshow zu machen, aber dafür eigne ich mich nicht. Ich ließ niemand sonst zu Wort kommen. Das war wirklich so. Wir hatten mehrere Gäste in unserer Sendung, die ich interviewen sollte, aber die Zuschauer beklagten sich und schrieben uns, warum lässt Joyce die Gäste nicht reden? Das kann ich einfach nicht gut. Ich bin gut im Reden. Aber ich bin nicht gut darin, andere reden zu lassen. Schließlich sagte ich, ihr müsst mir helfen, wenn ich die Menschen ständig unterbreche oder sie gar nicht erst reden lasse. Und hinter den Kulissen machten sie so. Hey, ich bin so weit davon entfernt, perfekt zu sein, es ist erbärmlich. Aber ich liebe Jesus und er liebt mich. Und wisst ihr was? Ich glaube, er findet es niedlich, dass ich niemand anderen reden ließ. Ihr müsst verstehen, Gott hat nicht plötzlich bemerkt, wie durcheinander ihr seid und gesagt, oh, worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Er weiß alles über uns. Er kennt jeden Fehler, den wir je machen werden, jedes Wort, das wir noch nicht einmal ausgesprochen haben und jeden Gedanken, den wir noch nicht gedacht haben. Es gibt nichts, was Gott nicht über euch weiß. Trotzdem liebt er euch. Er kennt das Ende schon von Anfang an. Er sieht euer Herz. Gebt Gott nicht auf. Er wird euch niemals aufgeben. Und der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, wird es auch vollenden. Ihr seid auf dem Weg, etwas Großes zu tun. Amen. Prediger 3, Vers 11. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Wow. Galater 4, Vers 4. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Der festgesetzte Zeitpunkt. Warum hat er Jesus nicht früher gesandt? Die Menschen litten, sie brauchten einen Retter. Warum tat er es genau in jenem Moment? Das weiß nur Gott und er wird es uns nicht sagen. Er mag Geheimnisse. Wer von euch mag Rätsel? Dann werdet ihr es lieben, Zeit mit Gott zu verbringen. Denn bei ihm ist vieles rätselhaft. Man fragt sich immer, was wird als nächstes passieren?
Das ist das Aufregende. Wenn ihr euch vom Heiligen Geist leiten lasst, wisst ihr nie, was der Tag bringen wird. Wenn ihr gesetzlich seid, habt ihr einen Katalog von Regeln. Um 8 Uhr tut ihr dies und um 9 Uhr das. Ihr liest jeden Morgen 3 Kapitel in der Bibel und betet eine Stunde. Aber wenn ihr die Leinen eures Bootes vom Dock löst und euch dem Ozean der Liebe Gottes hingebt, wisst ihr nie, was passiert. Ich weiß nicht, wie lange ich jeden Tag bete. Und ich bin froh, dass ich darüber hinweg bin, alles zu zählen. Das ist so dumm. Wir lieben es, andere zu beeindrucken. Ich bete jeden Tag 2 Stunden. Nun gut für dich. Behalte es für dich. Sonst prahlst du nur und das will niemand hören. Stimmt's? Amen. Ich weiß nicht, wie lange ich bete. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel ich jeden Tag in der Bibel lese. Das klingt nicht so, als wärst du sehr diszipliniert. Oh doch, ich bin sehr diszipliniert. Ich verbringe jeden Tag als erstes ein paar Stunden mit Gott, weil ich mich davor fürchte, es nicht zu tun. Sonst könnte ich niemals hier heraufkommen und mich angemessen verhalten. Als ich damit anfing, jeden Morgen Zeit mit Gott zu verbringen, waren meine Kinder noch Teenager. Das ist schon lange her. Sie beklagten sich. Musst du immer in dieses Zimmer gehen? Kannst du uns nicht das Frühstück machen? Ich sagte, ihr seid Teenager und ihr könnt euch selbst Müsli einschütten. Ihr solltet Gott lieber dafür danken, dass ich mir Zeit zum Beten nehme. Sonst würde euch euer Tag nicht annähernd so gut gefallen. Wen von euch muss Gott auch in ein anderes Zimmer schicken? Gut. Wer von euch hat die Wüstenuniversität besucht und abgeschlossen? Oh, dort war ich auch. Ist euch schon einmal aufgefallen, wie viele von Gottes auserlesenen Dienern Zeit an einem Ort namens die Wüste verbracht haben, bevor sie befördert wurden? Fakt ist, wenn Gott euch für etwas bestimmt, ist der nächste Ort, an den ihr geht, die Wüste. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss es euch nicht einmal erklären. Ihr wisst genau, wovon ich rede. Was ist die Wüste? Sie ist ein abgeschiedener Ort. Ein einsamer Ort. Ein verlassener Ort, ein abgelegener Ort, ein unbewohnter Ort. Ich war sehr beliebt, bis ich beschloss, ganze Sache mit Gott zu machen. Plötzlich hatte ich keine Freunde mehr. Unsere Verwandten wollten auch nicht mehr viel mit uns zu tun haben. Ich glaubte, jeder würde sich mit mir freuen, dass Gott mich beauftragt hatte, die Bibel zu lehren. Aber das war ganz und gar nicht so. Ich fühlte mich einsam. Ich tat das, worum Gott mich gebeten hatte. Doch dann litt ich und es wurde nicht besser. Dann tat ich das Nächste und es folgte noch mehr Leiden und ich verstand es nicht. Ich erwartete sofortigen Erfolg. Als Gott mir sagte, ich solle die Bibel lehren, erwartete ich, dass ich am nächsten Morgen aufstehen und ein internationales Werk haben würde. Amen. Aber so funktioniert das nicht, stimmt's? Ich lehrte 5 Jahre lang 25 Menschen auf dem Fußboden unseres Wohnzimmers. Und, wie Ginger gestern gesagt hat, als ich begann, die Bibel zu lehren, rauchte ich dabei eine Zigarette nach der anderen und trug Shorts, die nicht kürzer hätten sein können. Vielleicht denkt ihr jetzt, ich glaube nicht, dass Gott so jemanden gebrauchen kann. Nun, da liegt ihr falsch. Wisst ihr warum? Nun kommt, er macht es sogar möglich, dass ein Esel zu einem Propheten sprach, der ihm nicht zuhörte. Ich wusste es nicht besser. Ich wusste es einfach nicht besser. Es würde nicht funktionieren, wenn ich das heute immer noch täte. Doch Gott nimmt euch so, wie ihr seid. Er gebraucht die Menschen, von denen wir es am allerwenigsten erwarten würden. Nichts anderes qualifiziert euch als allein die Kraft Gottes.
Aber das Gute ist, er sieht das Ende schon von Anfang an. Er sieht nicht nur, wo ihr gerade seid, sondern auch, wo ihr einmal sein werdet. Er kennt euer Herz. Diese Wüstenuniversität soll dazu führen, dass wir uns verändern. Sie soll uns dazu bringen, dass wir mehr wie Gott handeln. Dave sagte zu mir, zieh die Shorts aus. Also zog ich mehr Klamotten an und gab das Rauchen auf. Über 40 Jahre später bin ich immer noch hier. Die Jahre, die ihr in der Wüste verbringt, können ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht hasst ihr eure Arbeitsstelle, aber Gott erlaubt euch nicht zu kündigen. Vielleicht geht es um eine Beziehung mit jemandem, den ihr nicht ausstehen könnt. Und Gott sagt euch, dass ihr ihn trotzdem lieben sollt. Was glaubt ihr, wie ihr lernen werdet, schwierige Menschen zu lieben, wenn alle um euch herum liebenswert sind? Come on. Nun kommt. Gott wird ein paar unangenehme Menschen für euch finden. Menschen, die euch nicht richtig behandeln. Er wird euch auffordern, freundlich zu ihnen zu sein und ihnen jeden Tag zu vergeben. Wahrscheinlich bekommt ihr eine Arbeitsstelle in einer Firma, wo ihr der einzige Christ seid und wo ihr von allen schlecht behandelt werdet. Dann seid ihr auf der Wüstenuniversität. Ein paar Jahre dort verändern euch. Wer von euch weiß, dass er verändert werden muss? Auch Josef besuchte die Wüstenuniversität. Er hatte einen Traum. Es sah aus, als würde Gott große Dinge tun. Dann erzählte er seinen Brüdern von dem Traum. Und das Nächste, was passierte, war, dass sie sich gegen ihn wandten und ihn an Sklavenhändler verkauften. Letzten Endes wurde er zum Stellvertreter des Pharaos, aber zuerst verbrachte er 13 Jahre auf der Wüstenuniversität. Einige dieser Jahre saß er wegen etwas, das er nicht getan hatte, im Gefängnis. Was mich an dieser Geschichte begeistert ist, er war 17, als er als Sklave verkauft wurde und 30, als er Herrscher in Ägypten wurde. Aber Gott war bei ihm. Seht ihr, genau darum geht es. Apostelgeschichte 7, Vers 9. Die Söhne Jakobs waren eifersüchtig auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott ließ ihn nicht allein. Es spielt keine Rolle, wen ihr verliert, solange Gott bei euch ist. Es spielt keine Rolle, ob ihr in eurer Familie der einzige Christ seid. Blüht dort auf, wo ihr gepflanzt seid. Lasst euch von Gott als Vorbild gebrauchen. Betet für die Menschen, die euch schlecht behandeln. Stand firm. Steht fest. Solange Gott bei euch ist, werdet ihr am Ende erfolgreich sein. Mose war 40 Jahre mit mehreren Millionen jammernden Juden in der Wüste. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ihr denkt, dass ihr euren Kindern den Hals umdrehen wollt, dann versucht euch mal an ein paar Millionen. 40 Jahre. Auch Elia verbrachte Zeit in der Wüste. David wurde bereits als Jugendlicher zum König gesalbt, doch erst im Alter von 30 Jahren wurde er tatsächlich König. Wisst ihr, was in den Jahren dazwischen passierte? Er versteckte sich in Höhlen vor dem verrückten Saul, der nichts anderes im Sinn hatte, als ihn zu töten. Er tat einfach, was richtig war, und hielt daran fest. Lasst mich euch etwas fragen. Könnt ihr tun, was richtig ist, obwohl in eurem eigenen Leben noch nicht das Richtige passiert? Nun kommt. Ich glaube, ich muss das wiederholen. Könnt ihr Menschen richtig behandeln, obwohl sie euch nicht richtig behandeln? Das tut weh. Mann, das tut weh. Solche Dinge lernt ihr auf der Wüstenuniversität. Ihr lernt, Gott zu gehorchen, ob es bequem ist oder nicht, ob es euch gefällt oder nicht. Ihr lernt, dort zu bleiben, wo Gott euch haben will.
Selbst wenn ihr diesen Ort hasst, ihr lernt zu gehen, wenn Gott sagt, dass ihr gehen sollt. Ihr lernt, dass euch euer Leben nicht länger gehört. Ihr setzt euren Willen dafür ein, zu tun, was Gott will. Auf alles, was Gott sagt, habt ihr nur eine Antwort. Ja, Herr. Ja, Herr. Es gibt etwas, das Gott mir seit Jahren immer wieder ans Herz legt. Anfangs sagte er zu mir, es wird die Zeit kommen, in der ich will, dass du das tust. Es ist etwas, das ich nicht tun will. Ich will es einfach nicht tun. Es wird Geld kosten, und zwar mehr, als ich ausgeben will. Ich will es einfach nicht tun. Aber gestern dachte ich, ich habe genug davon. Ich werde es einfach tun und es hinter mich bringen. Hat Gott euch schon mal in Bezug auf eine Sache genervt? Nun kommt, schlaft nicht ein. Ihr bekommt euer Pausenbrot gleich. Hat Gott euch schon mal in Bezug auf eine Sache genervt? Das ist wie ein Jucken an einer Stelle, wo ihr euch nicht kratzen könnt. Es geht einfach nicht weg. Die einzige Möglichkeit, wie ihr euren Frieden zurückbekommt, besteht darin zu sagen, ja, Herr. Und es dann zu tun. Und nicht darüber nachzudenken, wie viel ihr aufgeben müsst oder wie schwer es ist. Alles, worum Gott uns bittet, dient unserem eigenen Wohl, nicht seinem. Bittet Gott euch gerade darum, etwas zu tun, das euch wirklich schwer fällt? Nun kommt, hebt mal eure Hände. Okay. Ich möchte euch einen weisen Rat geben. Seid ihr bereit? Tut es einfach und bringt es hinter euch. Ich hoffe, ihr seid 650 Kilometer angereist, um mich das sagen zu hören. Tut es und bringt es hinter euch. Dann könnt ihr heute Nacht vielleicht ruhig schlafen. Auch Jesus hatte stille Jahre. Wir hören von ihm, als er geboren wurde, als er 8 Tage alt war, und dann nichts mehr, bis er 12 Jahre alt war. Und dann erst wieder, als er 30 Jahre alt war. Alles, was die Bibel über Jesus in diesem Zeitraum sagt, ist, dass er wuchs. Wow! Wer von euch weiß, was das bedeutet? Ich weiß, was das bedeutet. Ich war in meinem Haus verborgen, lehrte ein bisschen aus der Bibel, und ich wuchs. Ich hörte auf, Shorts zu tragen und Zigaretten zu rauchen, während ich die Bibel lehrte. Oh, du meine Güte. Es fiel mir sehr schwer, die Zigaretten aufzugeben. Ich fing an zu rauchen, als ich 9 Jahre alt war. Ihr könnt jetzt mit Steinen auf mich werfen, wenn ich das sage. Aber ich glaube nicht, dass euch der Zutritt zum Himmel verwehrt wird, wenn ihr raucht. Wir werden nicht gerettet, weil wir nicht rauchen. Aber es ist eine schlechte und teure Angewohnheit, die eurer Gesundheit schadet. Ich wusste, dass Gott wollte, dass ich damit aufhörte. Denn ganz gleich, wie man es betrachtet, viele Menschen halten es für falsch. Gott sagt uns, dass wir zwar die Freiheit haben, viele Dinge zu tun, doch nicht alles ist nützlich oder das Beste oder das Richtige für uns. Gott verändert uns nach und nach. Immer nur ein kleines bisschen. Ihr macht Verschiedenes durch und dann müsst ihr eine Prüfung ablegen. Und wenn ihr sie nicht besteht, müsst ihr die Klasse wiederholen. Wer von euch ist jetzt gerade auf der Wüstenuniversität? Ist das nicht gut? Ihr habt es verstanden. Ihr wisst, was wir hier tun. Es gibt viele stille Jahre. Jesus, Lukas 4, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste. Lasst mich euch etwas sagen. Es gibt viele Dinge, die wir dem Teufel zuschreiben. Und er ist auch tatsächlich an vielem schuld.
Aber manchmal wird Gott euch in sehr unangenehme Situationen führen. Nun kommt. Hört ihr mich auch dort oben auf den Balkonen? Manchmal wird Gott uns in sehr unangenehme Situationen führen, weil wir uns nicht weiterentwickeln, wenn alles so ist, wie wir es uns wünschen. Wir wachsen nur dann, wenn die Dinge nicht so sind, wie wir es uns wünschen, und wir trotzdem handeln, wie Jesus es möchte. Manchmal wird Gott uns in und durch unangenehme Zeiten in unserem Leben führen. Und das ist gut für uns. Wissen Sie warum? Weil wir in diesen Zeiten geistlich wachsen und reifer werden. Ich sage immer, wenn es weh tut und wir trotzdem noch das tun, was richtig ist, entwickeln wir uns weiter. Und wenn es nicht weh tut, genießen wir das Wachstum, das wir bereits hinter uns haben. Unser Zuschauerservice ist gerne für Sie da. Ganz gleich, ob Sie Fragen haben oder eine Bestellung aufgeben möchten. Rufen Sie uns an. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? Dann unterstützen Sie uns doch dabei, weitere Vorträge von Joyce aufzunehmen. Denn wenn Sie uns bei der Erstellung dieses Programms finanziell unterstützen, vielleicht sogar regelmäßig, dann glaube ich, dass Ihnen das ein ganz anderes Empfinden für unsere Arbeit geben wird. Wer mitmacht, fühlt sich als Teil einer Sache. Also lade ich Sie ein, unser Partner zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf joyce-meyer.de/mithelfen. Gott segne Sie. Viele Menschen haben mit Ängsten zu kämpfen. Ich auch. Aber ich habe gelernt, mutig voranzugehen, obwohl ich Angst habe. Tu es trotz deiner Angst, heißt das Buch, was ich dazu geschrieben habe. Ich möchte Ihnen darin zeigen, wie Sie Ängste erkennen und ihnen begegnen können und was Ihre Gedanken damit zu tun haben. Ich habe erlebt, wenn ich Neues wage, werde ich mit jedem Schritt mutiger und kann erfüllt leben, auch wenn ich mich fürchte. Entdecken auch Sie das Leben neu und bestellen Sie jetzt das Buch »Tu es trotz deiner Angst« von Joyce Meyer. Online unter joyce-meyer.de/trotzangst oder telefonisch 040 88 88 411 11.